Heute für euch drei Theorien über Lord Voldemort, die dich garantiert schockieren werden. Was wäre mit Tom Riddle passiert, wenn seine Mutter wirklich überlebt hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über eine interessante Frage im Harry Potter-Universum sprechen. Es geht um Tom Riddle und seine Mutter. Hätte sich die Geschichte verändert, wenn Tom Riddles Mutter nicht gestorben wäre? Und wenn ja, wie wäre es dann geworden? Wäre Tom alias Lord Voldemort trotzdem so böse und brutal geworden, wie er es letztendlich wurde? In der Welt von Harry Potter sind Entscheidungen und Handlungen oft von großer Bedeutung und haben oft weitreichende Konsequenzen. Beispielsweise hat der Tod von Harry Potters Eltern dazu geführt, dass er als Waise bei den Dursleys aufwachsen musste und sich schließlich als wichtiger Teil des Kampfes gegen Lord Voldemort herausstellte. Wenn Lily und James Potter nicht gestorben wären, hätte es wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte gegeben. In ähnlicher Weise können Entscheidungen und Handlungen von Tom Riddle und seiner Mutter Merrow Piggott dramatische Auswirkungen auf ihre Zukunft gehabt haben. Die Frage ist, hätte Tom sich nicht zum Bösen entwickelt, wenn seine Kindheit glücklich gewesen wäre? Wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen, ob Toms Talent allein auf dem Hass gegenüber seinem Muggelvater basierte oder ob er auch ohne diesen Hass ein außergewöhnlicher Zauberer geworden wäre. Beginnen wir zuallererst mit Tom Riddles Mutter. Tom Riddles Mutter spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Wie wir alle wissen, wurde sie von seinem Vater verlassen, als sie schwanger war und starb später, als Tom noch sehr jung war. Die Bedeutung von Müttern in der Entwicklung von Kindern kann nicht genug betont werden. Der Verlust von Toms Mutter hat ihn auf jeden Fall beeinflusst und möglicherweise zu seiner Suche nach Macht und Kontrolle beigetragen. Merope hatte ein unglückliches Leben und litt unter dem Missbrauch und der Unterdrückung durch ihre Familie. Sie verliebte sich in den Muggel Tom Riddle Senior und vergiftete ihn mit einem Liebestrank, um ihn dazu zu bringen, sie zu heiraten. Nach der Geburt ihres Sohnes Tom Riddle Junior verließ ihr Mann sie jedoch und sie starb kurz darauf, als ihr Sohn noch ein Baby war. Es wird angedeutet, dass Merope an gebrochenem Herzen und Erschöpfung gestorben ist, nachdem sie aufgehört hatte, den Liebestrank zu verwenden, der ihre Beziehung zu Tom Riddle Senior aufrechterhalten hatte. Sie wurde allein und unglücklich vor den Türen eines Waisenhauses gefunden und starb kurz darauf im Krankenhaus, ohne je zu erfahren, dass ihr Sohn zu einem der berüchtigsten Zauberer aller Zeiten wurde. In der Harry Potter Serie wird Merope Gaunt oft als tragische Figur dargestellt, die unter ihrer Familie und der Gesellschaft gelitten hat und sich nach Liebe und Freiheit sehnte. Die Frage, ob Toms Talent allein auf seinem Hass gegenüber seinem Muggelvater basierte oder ob er auch ohne diesen Hass ein außergewöhnlicher Zauberer geworden wäre, ist sehr interessant. Hass kann eine treibende Kraft für Erfolg sein, aber es gibt auch andere Faktoren, die sehr wichtig sind. Ein Beispiel dafür ist Harry Potter, der auch eine schwere Kindheit hatte, aber sich entschied, eine positive Einstellung zu bewahren. In der Harry Potter Serie wird immer wieder betont, dass Tom Riddle Jr. von Natur aus ein sehr begabter Zauberer war. Schon als Kind zeigte er Anzeichen einer außergewöhnlichen magischen Begabung und es wurde deutlich, dass er ein Talent für die dunklen Künste hatte. Es ist jedoch auch bekannt, dass Tom Riddle Jr. von seinem Muggelvater Tom Riddle Senior abgelehnt und von ihm enttäuscht war. Diese Ablehnung und Enttäuschung löste in Tom Riddle Jr. einen tiefen Hass gegenüber Muggeln aus, der ihn dazu trieb, seine magischen Fähigkeiten zu nutzen, um sich über sie zu erheben und ihnen zu schaden. Es ist daher möglich, dass Toms Hass gegenüber Muggeln ein zusätzlicher Ansporn war, der ihm half, seine Kräfte zu entwickeln und zu verfeinern. Durch seinen Hass konnte er eine starke Motivation finden, seine Fähigkeiten zu verbessern und seine Ziele zu erreichen. Allerdings ist es schwer zu sagen, ob Tom Riddle Jr. auch ohne seinen Hass auf Muggel zu einem außergewöhnlichen Zauberer geworden wäre. Es ist jedoch bekannt, dass er ein ehrgeiziger und unnachgiebiger Charakter war, der immer danach strebte, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu verfeinern. Es ist daher ziemlich wahrscheinlich, dass er auch ohne den Hass auf Muggel ein sehr mächtiger Zauberer geworden wäre, wenn auch vielleicht nicht so schnell oder so effektiv wie mit diesem Ansporn. Insgesamt ist es schwierig zu sagen, welchen Anteil Toms Hass auf seine außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten hatte, aber es ist klar, dass seine Begabung und seine Ambition ihn zu einem der mächtigsten und gefährlichsten Zauberer in der Geschichte der Magie gemacht haben. Nun aber jetzt lasst uns mal gucken, was passiert wäre, wenn Toms Mutter nicht gestorben wäre. Hätte er sich trotzdem auf seinen Weg zu Lord Voldemort begeben oder wäre er stattdessen ein angesehener Zauberer geworden, vielleicht auf der guten Seite? Einige denken, dass er trotzdem den dunklen Weg gewählt hätte, da er bereits in Hogwarts begann, dunkle Magie zu praktizieren.
Andere denken, dass er ohne den Hass und den Schmerz, den er durchgemacht hat, ein anderes Leben hätte führen können. Er hätte vielleicht seine Talente genutzt, um anderen zu helfen und eine positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Es ist ziemlich schwer zu sagen, was mit Tom Riddle passiert wäre, wenn seine Mutter nicht gestorben wäre, da seine familiären Umstände seine Persönlichkeit und sein Verhalten stark geprägt haben. Als Waise wurde Tom Riddle in einem Muggelwaisenhaus aufgezogen, was seinen Mangel an emotionaler Verbundenheit verstärkte. Sein einziges Interesse galt der Macht und der Kontrolle über andere, was schließlich zu seiner Verwandlung zum dunklen Zauberer Lord Voldemort führte. Es ist aber durchaus möglich, dass wenn Tom Riddles Mutter überlebt hätte, er in einer liebevolleren Umgebung aufgewachsen wäre und möglicherweise nicht die tiefen emotionalen Wunden erlitten hätte, die ihn zu so einem manipulativen und grausamen Charakter gemacht haben. Es ist jedoch auch möglich, dass seine Veranlagung für Macht und Kontrolle aufgrund seiner familiären Abstammung und seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale in jedem Fall zu ähnlichen Ergebnissen geführt hätten. Insgesamt gibt es viele interessante Überlegungen darüber, wie sich die Geschichte von Harry Potter verändert hätte, wenn Toms Mutter nicht gestorben wäre. Während es keine definitive Antwort gibt, können wir uns aber sicher sein, dass Toms Leben und seine Entscheidungen aufgrund seiner Erfahrungen geprägt wurden. Es ist möglich, dass Merope Tom dazu ermutigt hätte, seine Zauberkräfte zu nutzen und seine Talente zu entwickeln, ohne ihn in den Einfluss von Dunkelheit und Zerstörung zu bringen. Vielleicht hätte sie ihm auch beigebracht, Mitgefühl und Liebe zu empfinden und ihm eine stabilere, emotionalere Grundlage gegeben, auf der er aufbauen hätte können. Wenn Tom Riddle eine liebevolle und unterstützende Mutter gehabt hätte, könnte er sich in eine andere Richtung bewegt und entwickelt haben. Weg von der Dunkelheit und hin zu einem erfüllenden Leben als angesehener Zauberer. Er hätte seine Fähigkeiten nutzen und seine Karriere in der magischen Gemeinschaft vorantreiben können. Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, dass Tom Riddle trotz einer liebevollen Mutter aufgrund seiner familiären Abstammung und seiner eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu dunklen Machenschaften neigte. Immerhin war er auch der Erbe von Salazar Slytherin. Es ist auch möglich, dass seine Mutter selbst Probleme hatte, die sich auf ihre Beziehung zu ihrem Sohn ausgewirkt hätten. Abschließend kann man sagen, dass man nicht weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre. Aber ich kann für mich sagen, dass ich glaube, dass Tom im Grunde genommen gut gewesen wäre, wenn er eine Mutter gehabt hätte. Aber er hätte bestimmt trotzdem eine leichte Neigung zu den dunklen Künsten gehabt. Heute für euch das interessante Thema, warum Dumbledore nie versucht hat, Tom Riddle in Hogwarts aufzuhalten. Im heutigen Video geht es um Tom Riddle und Dumbledore. Diese beiden Charaktere scheinen euch sehr zu interessieren und vor allem ihre Verbindung zueinander. Im heutigen Video gehen wir der Frage auf den Grund, warum Dumbledore, während Tom Riddle in Hogwarts war, eigentlich nie versucht hat, ihn aufzuhalten. Obwohl sie nicht viel miteinander zu tun hatten und Tom Riddle seine offensichtlichen Ziele im Kopf hatte, wie die Unsterblichkeit zu erlangen, plante er trotzdem immer einen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Lehrer Dumbledore. Er hatte etwas gegen Dumbledore, wie ich schon immer in meinen vorherigen Videos gesagt habe. Wenn Tom Dumbledore übertreffen hätte können, hätte er es sicher getan. Deshalb genoss er es auch, vor ihm zu prahlen. Bei seiner Rückkehr nach Hogwarts, als Tom die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste haben wollte, lehnte Dumbledore ihn ab. Er tat jedoch nichts weiter, um ihn aufzuhalten. Trotz Toms Behauptungen über seine magische Großartigkeit versuchte Dumbledore nie, ihn aufzuhalten. Er hat leider überhaupt gar nichts getan. Er ließ Riddle einfach aufstehen und gehen, obwohl die Zeichen so alarmierend und so offensichtlich waren, dass Tom Riddle nun eine ernsthafte Bedrohung für die zaubernde Welt darstellte. Selbst als Schüler musste Tom keine strenge Untersuchung oder ähnliches durchlaufen. Aber wie kommt es, dass Dumbledore nie versucht hat, Tom Riddle aufzuhalten, als er nach Hogwarts zurückkehrte? Nun schauen wir uns die Beziehung zwischen den beiden an, um zu beginnen. Ich glaube, dass Albus Dumbledore irgendwie auf irgendeine Art Schuldgefühle hatte, weil er derjenige war, der Tom nach Hogwarts brachte. Ich weiß auch, dass er nicht wissen konnte, wie böse und furchtbar der Junge im Waisenhaus werden würde, aber die ersten Anzeichen für sein dunkles Verhalten zeigten sich in seinen Diebstählen und seinem eigenen Geständnis, dass er in der Lage war, die anderen Waisenkinder zu verletzen. Solch unreifes Verhalten gibt es normalerweise bei Kindern, die älter werden, aber er war sehr jung zu diesem Zeitpunkt, also durchaus klare Warnzeichen.
Dumbledore hatte jedoch immer von seinem ersten Tag in Hogwarts an ein wachsames Auge auf ihn gerichtet. Seit seinem ersten Tag in Hogwarts wusste Dumbledore, dass mit Tom etwas nicht stimmte. Was noch schlimmer ist, Riddle selbst wusste, dass Dumbledore sein wahres Ich kannte. Alle Lehrer waren durch die akademische Brillanz des Jungen getäuscht worden und das verhinderte die Offenbarung des wahren Gesichtes des Monsters. Und doch tat Dumbledore nichts wirklich, um Tom aufzuhalten. Ich denke, der früheste Beweis für Dumbledores mangelndes Misstrauen gegenüber Tom war die Verleumdung von Rubius Hagrid durch Tom. Tom behauptete, dass Hagrids Haustier, die Akromantula Aragog, Myrtle Warren getötet haben soll und diese Behauptung wurde vom Zaubereiministerium einfach so akzeptiert. Hagrid wurde der Schule Hogwarts verwiesen und der Fall wurde einfach so abgeschlossen, ohne weitere Fragen zu stellen. Aber es gab einige rote Fragezeichen, die nicht geklärt wurden und die komischerweise niemand in Frage stellte. Es gab keinerlei Bisswunden auf Myrtles Körper und es gab keine Spinnennetze oder irgendeine Art von Beweis, dass seine Kreatur es gewesen sein könnte. Dumbledore hat das nicht in Frage gestellt und er stellte nicht einmal den Tod von der Schülerin in Frage. Aber der Basilisk war ganz und gar nicht gewalttätig gegenüber den Schülern. Er versteinerte oder tötete die Schüler immer nur direkt mit seinem Blick. Aragog hätte das sicherlich genauso nicht gemacht. Anscheinend hat Dumbledore aber keinen Grund gesehen, solche Fragen zu stellen, oder es gibt einfach keine Aufzeichnungen darüber, dass er es getan hat. Ja, er hat sich zwar dafür eingesetzt, dass Hagrids Ausschuss aufgehoben wird, aber für jemanden, der so respektiert wurde und so viel für die Zaubererwelt getan hat, war das nichts. Er hätte das Ganze auch anders durchziehen können, indem er zum Beispiel mehr Fragen stellt und nicht direkt vermutet, dass die erste Möglichkeit die korrekte ist. Als mehr Jahre vorbeigingen, tat Dumbledore immer noch nichts. Selbst als Tom nach seinem Abschluss in Hogwarts Professor für die dunklen Künste werden wollte und sich bewarb, tat Dumbledore nichts. Ich bin mir sicher, er fragte sich nur, warum ein 18-jähriger Lehrer für die dunklen Künste werden wollte. Er lehnte ihn zwar ab, aber es wurde nicht weiter darüber nachgedacht. Nach seiner Ablehnung in Hogwarts verschwand Riddle für über ein Jahrzehnt. Dies enttäuschte und überraschte viele Menschen, da er als Ausnahmetalent wahrgenommen wurde, welches man nicht vergeuden sollte. Diese Menschen hatten gehofft, er würde etwas mit seinem Potenzial anfangen und Leiter des Ministeriums oder ähnliches werden. Ich bin mir nicht sicher, was Dumbledore selbst darüber dachte, aber ich nehme an, dass er wusste, dass Tom viel zu klug war, um nicht die Magie und vor allem dunkle Magie weiter zu praktizieren. Als er zum zweiten Mal nach Hogwarts zurückkehrte, war es eine völlig andere Geschichte. Seine körperliche Erscheinung war beunruhigend, sein dickes schwarzes Haar wurde immer dünner und von Tag zu Tag wurde seine Haut schuppiger und blasser, als ob alles um ihn außer seine Knochen absterben würde. Schicht für Schicht des einst auffallend gut aussehenden Jungen, der vor so langer Zeit Hogwarts verließ, fiel zusammen. Es war nicht mehr der Junge, der er einst war. Dumbledore wusste sofort, dass Tom mit dunkler Magie experimentiert hatte. Er lehnte Tom sofort für die Position als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ab. Er wusste, dass Tom dunkle Künste praktizierte, aber trotzdem unternahm er nichts weiter. Nachdem Voldemort Hogwarts in dieser Nacht verließ, nahm Dumbledore das Verhalten seines ehemaligen Schülers ernst, und das obwohl er erst Ende 20 war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er ein wenig bis gar keinen Einfluss auf die Zaubererwelt. Während Gellert Grindelwald zum Beispiel die ganze Welt vor dem Alter von 25 Jahren mit hunderten von Anhängern belagerte. Aber das ist nur ein Beispiel mit Grindelwald. Ich glaube nicht, dass Dumbledore dumm genug war, Tom nicht ernst zu nehmen. Aber was genau konnte er tun? Physisch festnehmen für seine Verbrechen, die er in Zukunft begehen könnte oder auch nicht? Die Wahrheit ist, dass Albus Dumbledore keinen legitimen Grund oder Beweise hatte, um Tom zu stoppen. Er hatte nur seine Vermutung und starke Verdächtigung, die leider nicht genug war, um ihn direkt zu verhaften oder zu konfrontieren. Das heißt aber nicht, dass er nichts tun konnte, um ihn aufzuhalten. Er tat einmal etwas, als er Tom für die Lehrstelle ablehnte. So verweigerte er ihm die Möglichkeit, neue aufgeschlossene Studenten zu rekrutieren. Studenten, die leicht verdreht und verbogen werden konnten, damit sie seiner Sache folgen würden. Es war seine Art, eine Armee auf schnellstmöglichem Weg aufzubauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dumbledore das wusste. Abschließend denke ich, dass es wichtig ist zu betrachten, dass das Geheimnis um Tom Riddle sehr viel Verwirrung um ihn herum gestiftet hat. Für Dumbledore war es nicht ganz klar, ob Tom nur ein Mann war, der versuchte, der größte Zauberer aller Zeiten zu werden, auch unter Einbeziehung der dunklen Magie,
oder ob er entschlossen war, das Wesen der magischen Welt zu verändern, wie er es letztendlich auch vorhatte. Von Anfang an behielt er alles, was er vorhatte, für sich selbst. Für 10 Jahre verschwand er, ohne einen Kratzer zu hinterlassen, also war es nicht unbedingt in Dumbledores Verantwortung zu handeln. Ich glaube, es war aber in Dumbledores Verantwortung, vorher zu handeln, während seiner Schulzeit. Ich glaube, was Dumbledore am meisten stört, mehr als alles andere, ist die Tatsache, dass er mit jedem einzelnen Zweifel und Verdacht, was Tom angeht, richtig lag. Und das ist natürlich bitter für Dumbledore. Wie stellte Lord Voldemort eigentlich seine Horcruxe her? Im heutigen Video geht es um die abscheulichste Art aller dunklen Künste, Horcruxe. Genauer gesagt geht es um die Horcruxe, die Lord Voldemort herstellte und wie er sie genau herstellte. Für jede Hexe und jeden Zauberer gilt, die Herstellung eines Horcruxes ist eine der schlimmsten Arten der Magie. Tatsächlich handelt es sich um eine Form der dunklen Künste, die als so böse und abscheulich gilt, dass absichtlich nie darüber gesprochen wird und wurde und nur sehr wenige Informationen darüber vorliegen. Aus diesem Grund wissen viele Hexen und Zauberer nicht einmal, was es bedeutet, einen Horcrux zu erschaffen. Der allererste bekannte Horcrux wurde im antiken Griechenland von einem Zauberer namens Herpo der Faule hergestellt. Und 1000 Jahre später wurde Voldemort erst der zweite bekannte Schöpfer eines Horcruxes. Der erste Horcrux wurde mit einer so schrecklichen Magie erschaffen, dass selbst dunkle Zauberer vor dem, was er beinhaltet, sehr entsetzt waren. Horcruxe sind Schöpfungen, die für die große Mehrheit der Zaubererwelt unvorstellbar sind. Als Voldemort also 7 herstellte, war dies ein klarer Beweis dafür, wie unglaublich böse er war. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss ein Stück der eigenen Seele aus dem Körper des Erschaffers entfernt und in einen leblosen Gegenstand oder einem lebenden Wirt eingesetzt werden, um den Schöpfer unsterblich zu machen. Dazu muss der Zauberer, der seine Seele abspalten will, den ultimativen Akt der Gewalt und des Bösen begehen, Mord. Und zwar nicht irgendein Mord, sondern einen vorsätzlichen Mord ohne Bedauern oder Reue. Ein Akt der Selbstverteidigung oder eine Vergeltungsmaßnahme zum Schutz eines anderen führt nicht zu der Fähigkeit, einen Horcrux zu erschaffen. Es muss mit äußerst böser Absicht geschehen, was zu einer metaphysischen Schädigung der Seele des Mörders führt, wodurch sich die Seele spalten lässt. Es ist wichtig anzumerken, dass die Zersplitterung der Seele nach einem Mord dieser Art auftreten würde, unabhängig davon, ob die Hexe oder der Zauberer die Absicht hatte, einen Horcrux zu erschaffen oder nicht. Es ist nur so, dass derjenige, der einen Horcrux herstellen will, die Beschädigung seiner Seele zu seinem Vorteil nutzen kann. In diesem Fall verwendet der Zauberer, nachdem er sein Opfer getötet hat, eine mächtige Beschwörungsformel, um den geschädigten Teil seiner Seele aus dem Körper zu entfernen und sie in ein Gefäß außerhalb ihrer selbst zu tun. Dann führt man ein unbekanntes Ritual durch, um die fragmentierte Seele an ein neues Gefäß zu binden. Was genau geschieht also während dieser beunruhigenden Zeremonie? In Interviews, die J.K. Rowling im Laufe der Jahre gegeben hat, hat sie gesagt, dass das, was sie sich als Ritual für die Erschaffung eines Horcruxes vorstellt, so abscheulich ist, dass sie es nicht einmal laut aussprechen möchte. Die Erzählung im Harry Potter Universum über die Herstellung eines Horcruxes ist so voller dunkler Natur, dass in der breiteren Zauberergemeinschaft nur begrenztes Wissen über diese Praxis bekannt ist. Albus Dumbledore verbot sogar den Unterricht über das Studium von Horcruxen, als er ein Hogwarts-Schulleiter war. Selbst in den Büchern der verbotenen Abteilung in der Bibliothek von Hogwarts wird die Existenz von Horcruxen kaum erwähnt. Das einzige bekannte Buch, das die Erschaffung, die Auswirkung und die Zerstörung eines Horcruxes detailliert beschreibt, ist ein Buch namens Geheimnisse der dunkelsten Kunst. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde genau dieses Buch in der verbotenen Abteilung aufbewahrt, aber nachdem Dumbledore erkannte, wie detailliert es beschreibt, wie man ein Horcrux herstellt, nahm er es aus der Bibliothek und versteckte es. Doch leider erst, nachdem Tom Riddle es gefunden und gelesen hatte. Bleibt immer noch die Frage, was passiert eigentlich genau bei diesem Ritual? Von den Theorien, die ich im Internet gehört habe, halte ich die folgenden Punkte am plausibelsten. Der Mörder muss einen Teil seines Opfers essen. Mit anderen Worten ausgedrückt, das unbekannte Ritual ist Kannibalismus. Für diese Theorie gibt es viele gute Argumente, unter anderem die Tatsache, dass Kannibalismus einfach eklig ist. Aber zum anderen kommt Kannibalismus in vielen literarischen Werken aller Zeiten vor und Rowling ist dafür bekannt, dass sie sich von der klassischen Literatur inspirieren lässt. Natürlich ist dann noch das Problem, dass bei keinem von Voldemorts Opfern, die mit der Erschaffung seiner Horcruxe in Verbindung gebracht wurden, etwas Auffälliges wie eine Hand zum Beispiel fehlte.
Obwohl so mächtig wie er war, ist es nicht ausgeschlossen, dass er in der Lage war, sich von den Eingeweiden dieser Opfer zu ernähren, ohne irgendwelche auffälligen Spuren zu hinterlassen. Eine andere Theorie besagt, dass Voldemort Teile seines eigenen Körpers aufgeben musste, um seine Seele an jeden Gegenstand zu binden. Das könnte erklären, warum sich sein Aussehen verschlechterte, als er mehr Macht erlangte und zusätzliche Horcruxe schuf. Seine Nase war nicht mehr vorhanden und seine Augen wurden zu roten Schlitzen. Vielleicht waren das einige der Körperteile, die er gegen die Unsterblichkeit versuchte einzutauschen. Natürlich können diese Veränderungen auch darauf zurückzuführen sein, dass seine Menschlichkeit im Laufe der Jahre bröckelte und seine Seele zerrissen war. Warum sollte man sich dieser schrecklichen Tortur unterziehen, wenn man nicht gerade ein böser Zauberer ist? Nun, wenn der Behälter einer fragmentierten Seele intakt bleibt, bleibt die Seele am Leben. Für alle Ewigkeit hält der Horcrux ihren Schöpfer am Leben, selbst wenn ihr Körper zerstört werden würde. So überlebte Voldemort auch, nachdem sein Körper bei dem Versuch, die Welt zu zerstören und den kleinen Harry Potter zu ermorden. Und wie wir später in der Serie gesehen haben, hat Voldemort es geschafft, einen physischen Körper wiederzuerlangen, auch wenn seine ursprüngliche Form zerstört wurde. Allerdings ist auch die Stabilität der Seele wieder zu berücksichtigen. Sobald eine Seele gespalten ist, wird sie unglaublich instabil. Ihr könnt euch also vorstellen, wie sehr Voldemorts Seele nach der Spaltung in 7 Teile außer Kontrolle geraten ist. Deshalb brach sie, wie Dumbledore Harry mitteilte, einfach auseinander, als er versuchte, Harry zu töten. Ursprünglich dachte man, dass ein Zauberer seine Seele nur in 2 Hälften spalten kann, aber Voldemort schaffte es, seine Seele 6 weitere Male zu spalten, obwohl das 7. Mal bei Harry unbeabsichtigt war. Es scheint, dass bei der Erschaffung jedes Horcruxes gleich große Stücke zersplittert werden und wenn man bedenkt, wie instabil der Hauptteil von Voldemorts Seele geworden ist, wird klar, dass man zwar mehr als ein Horcrux erschaffen kann, aber dass es eine endliche Anzahl von Malen gibt, in die man seine Seele zerreißen kann. Zusätzlich zu der Magie, die zur Erschaffung eines Horcruxes verwendet wurde, wurden sie oft mit Gegenzaubern und Flüchen belegt, um das Stück Seele im Inneren zu schützen. Das sah je nach Zauber vom Erschaffer unterschiedlich aus. Das aggressive Verhalten einiger von Voldemorts Horcruxen war wahrscheinlich auf verstärkte Magie zurückzuführen, mit der dunkle Lord sie verzaubert hat. Das zeigt sich daran, dass Tom Riddles Tagebuch Ginny Weasleys Körper in Besitz nehmen wollte und dass Salazar Slytherins Medaillon seinem Träger giftige Gedanken und Visionen einflößte, um ihn zu verderben und in den Wahnsinn zu treiben. Es gab auch den verfluchten Ring von Marvolo Gaunt, der Dumbledore schließlich getötet hätte, wenn es Snape nicht vorher getan hätte. Etwas Interessantes ist auch, dass die in einem Horcrux gefundenen Seelenteile direkt den Schöpfer zu der Zeit widerspiegeln, in dem der Horcrux erstellt wurde. Wie Tom Riddle im Tagebuch. Es ist Voldemorts Seele aus der Zeit, als er 16 Jahre alt war und als er die maulende Myrte tötete, um seinen ersten Horcrux herzustellen. Das Seelenstück ist nicht in der Lage zu wachsen oder zu altern. Es ist mehr wie ein Foto deiner Seele zu dem Zeitpunkt, als es erschaffen wurde. Das scheint ein Unterschied zu sein, wenn man einen Horcrux aus einem lebenden Objekt macht. Wie genau ist es bei einem lebenden Wirt? Kann das Seelenstück mit dem Wirt sprechen? Übernimmt es jemals Kontrolle über den Wirt? Ausgehend von Harrys Erfahrung als versehentlicher Horcrux scheint es, dass das Stück der Seele im Schatten des eigenen Geistes existiert, aber auf bestimmte Weise an die Oberfläche kommen kann. Harry hat zum Beispiel seine Narbe, die oft schmerzt, und diese schien direkt mit Voldemorts Gefühlen verbunden zu sein. Er hatte auch Voldemorts Fähigkeit, Parselsprache zu sprechen, und konnte zeitweise in Voldemorts Geist sehen. Zu den Nebenwirkungen der Erschaffung eines Horcruxes gehören Entmenschlichung, eine instabile Seele und die Fähigkeit, im Tod Frieden zu finden, wie die verstümmelte Kreatur zeigt, der Harry in der Vorhölle begegnet, nachdem er in die Heiligtümer des Todes getötet worden ist. Das bringt uns zur Zerstörung der Horcruxe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Horcruxe dunkler Zauberer zu zerstören, von denen eine auch dazu führt, dass die Seele wieder vereint werden kann. Und möglicherweise kann man damit auch die Seele und die Nebenwirkung zu einem gewissen Grad hin heilen. In diesem Fall muss der Schöpfer der Horcruxe so viel Reue für seine Taten empfinden, dass er seine Seele wieder zusammenführt. Offenbar ist dieser Prozess unglaublich schmerzhaft für Zauberer, die ihre Seele gespalten haben. Es ist aber eher ein unwahrscheinlicherer Weg, seine Seele wieder zusammenzusetzen. Es gibt, wie wir wissen, aber auch die Möglichkeit, Horcruxe zu zerstören und damit das Teil der Seele des betroffenen Zauberers endgültig zu vernichten. Diese Möglichkeiten sind Basiliskengift, Dämonenfeuer und alles, was ein Element absorbiert. Im Laufe der Serie sehen wir, wie Basiliskengift 2 Horcruxe zerstört, Tom Riddles Tagebuch und Helga Hufflepuffs Kelch. Dämonenfeuer vernichtet Rowena Ravenclaws Diadem.
Das Schwert von Godric Gryffindor, mit dem Harry in der Kammer des Schreckens den Basilisken besiegt und dabei sein Gift absorbiert hat, vernichtet Salazar Slytherins Medaillon, Marvologons Ring und Nagini. Ausgehend von der Tatsache, dass Harry durch den Todesfluch von Voldemorts Seele befreit wurde, scheint es, dass der Tod einen Horcrux aus einem lebenden Wirt entfernen kann. Obwohl es unklar ist, ob Avada Kedavra Nagini hätte besiegen können oder ob ihr Tod durch eine der oben aufgeführten Waffen hätte stattfinden müssen, also Basiliskengift, Dämonenfeuer oder aufgemotzte Waffen aus Koboldstahl, die absorbieren. Allerdings wurde Harry in der Kammer des Schreckens von einem Basilisken gebissen, sodass es nahe liegt, dass der Horcrux in ihm davon betroffen sein könnte oder vielleicht sogar hätte sein sollen. Aber da Harry durch die Träne des Phönix gerettet wurde und nicht starb, scheint es, als sei er völlig unberührt davon geblieben. Ich bin allerdings ziemlich neugierig. Wenn Harry durch Basiliskengift gestorben wäre, wäre dann Voldemorts Horcrux in ihm zerstört worden? Und hätte Harry auf dieselbe Weise zurückkehren können, wie er es in den Heiligtümern des Todes nur ohne Horcrux getan hätte? Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.